Fangen wir in der Ostukraine bei Steffen Schwarzkopf an. Wie ist die Situation aktuell? Welche Veränderungen siehst du, bemerkst du seit gestern? Also an diesem Morgen sehen wir hier weder größere militärische Bewegungen noch Ähnliches, was darauf hindeuten könnte, dass der ukrainische Präsident selber jetzt Truppen in Marsch setzt, um das ukrainische Staatsgebiet im Donezk-Becken zu sichern. Das ist die große Befürchtung gewesen. Es hat gestern am späten Abend auch noch ein Gespräch zwischen Zelensky und dem US-Präsidenten Joe Biden gegeben. Joe Biden mit Sicherheit, der dort versucht hat, beruhigend einzuwirken, und nach der Rede, die Zelensky hier in der Nacht gegeben hat, können wir auch davon ausgehen, dass es da wohl kein militärisches Eingreifen ukrainischer Soldaten jetzt wiederum geben dürfte. Zelensky hat gesagt, es gebe keinen Anlass, schlecht zu schlafen. Allerdings glaube ich, dass viele Menschen das hier natürlich anders sehen, weil nämlich nicht nur die Separatisten jetzt direkt auf der anderen Seite der Frontlinie lauern und in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder ukrainische Streitkräfte angegriffen haben, sondern weil jetzt eben auch russische Truppen dazukommen. Und das heißt natürlich, dass die Bedrohung unmittelbarer wird, auch hier in Kramatorsk, 150.000 Menschen, die hier leben. Und natürlich wird es für viele schlaflose Nächte geben, auch wenn der Präsident das anders sagt. Steffen, wovon sprechen wir aktuell? Ist das eine weitere Eskalationsstufe oder ist das schon bereits eine Kriegserklärung? Also hier in der Ukraine wird das als Kriegserklärung angesehen, denn nichts anderes tut ja Putin in dem Moment, wo er russische Truppen auf ukrainisches Staatsgebiet schickt. Und der ukrainische Präsident hat es ja sehr, sehr deutlich gesagt, wir werden nicht klein beigeben und wir haben nichts zu verschenken. Das heißt natürlich, dass in Kiew dieser Einmarsch und diese Besetzung durch russische Truppen absolut nicht akzeptiert wird. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Zahlen. Allein an der Demarkationslinie, da hat es in den letzten 3 Tagen mehr als 5.000 Zwischenfälle gegeben. Das heißt, immer wieder Gefechte, immer wieder Mörser, die da abgefeuert wurden. Das haben wir gestern auch selbst erlebt an der Frontlinie. Und die Soldaten dort haben gesagt, wir sind hier, um unser Land zu verteidigen. Doch diese Aufgabe wird natürlich jetzt deutlich schwieriger, sollten russische Truppen tatsächlich auch dort an der Grenze aufmarschieren und möglicherweise sich bereit machen, in den Donbass einzumarschieren. Ganz kurz noch zu Putin, der hat ja gestern gesagt, der Donbass gehört historisch eigentlich zu Russland. Und Donbass ist eben nicht nur diese besetzte Region, Donbass sind Großstädte, die hier auch diesseits dieser Demarkationslinie liegen. Und das betrifft dann Hunderttausende von Menschen.